Karriere, von Genf auf Zürich gestern Abend. Ja, ich glaube schon. Ja, sehr bittere Rückfahrt war. Spät heimgekommen. Dementsprechend war es auch kurz. Ja, ist sehr enttäuschend, sehr bitter. Wenn man im Bus sitzt und sich dann Gedanken macht und die Saison nochmal durch den Kopf gehen lässt, was kommt denn da als erstes in den Sinn, neben der ungrenzenlosen Enttäuschung, als Meister nicht können wiederum den Titel spielen? Gibt es schon ein paar Ansätze, die man da sich überlegt? Ja, sicher. Eben. Es ist ja nicht so, dass irgendwie wir uns in die Situation gestern oder vorgestern manövriert haben. In den letzten paar Wochen und Monaten waren wir in dieser Situation. Wir haben jedes Mal, wenn wir einen Schritt vorne gemacht haben, haben wir das Gefühl gehabt, haben wir zwei Schritte wieder zurückgemacht. Und, ja, es sind sicher diverse Gründe, die hier eine Rolle gespielt haben. Jetzt hat der ZSC in den letzten zwei Jahren vier verschiedene Trainer an der Seitenlinie gehabt. Man hat immer wieder auf den Trainer gezeigt, sie haben immer wieder den Job verloren. Jetzt wird die Mannschaft wahrscheinlich im Mittelpunkt rücken. Können Sie das ein bisschen nachvollziehen, was jetzt in den nächsten Wochen wird passieren wird? Dass man die Spieler vor allem kritisiert und eben nicht mehr auf den Trainer zeigt? Ja, hoffentlich. Eben, ich glaube, wenn man unsere Saison und wenn man unsere individuellen Leistungen über das Jahr anschaut, dann ist es sicher zu wenig. Ich glaube, es ist niemand vollends zufrieden mit sich selber. Es war sicher viel Luft, oder es ist sicher viel Luft nach oben gewesen. Und eben, was auch immer, wenn wir alle zwei, drei Monate den Trainer wechseln, ich glaube, das ist nicht das Ziel. Und ja, es muss sicher jeder selber ein Spiegel werden. Die sechs Spiele, die jetzt noch ausstehen, das ist ja sportlich eigentlich eine Farce. Und was geht jetzt da noch bei der ZSC, sich irgendwie einigermaßen mit Anstand zu verabschieden von den Fans? Ja, ganz genau. Ich glaube, eben, jetzt einen Tag nach einem so bitteren Out, ja, ist schwierig, sich jetzt gerade zu motivieren, aber ich glaube, jetzt müssen wir zusammenstehen, müssen Charakter zeigen, müssen den Charakter zeigen, auch unseren Fans gegenüber. Ich glaube, sie haben uns die ganze Saison, sind unsere Match geschaut und haben uns unterstützt. Eben, sicher nicht eine einfache Saison gewesen, sicher auch viel Frust dabei gewesen, auf beiden Seiten.